Huch. Ah, doch, hat geklappt. Wollte ich irgendwie nicht ein, aber egal. Ich will so tun, als hätte ich was zu tun. So, Placebo ein. Ich bedenke, wie viel Panik ich damals hierbei hatte, ne? Also Kitty, damals hättest du das nicht machen können, ne? Ich weiß doch, damals alles einzeln, Stück für Stück. Weil ich ja Angst hatte. Huch. Das ist ja selbst geheilt. Huch. Viel gelernt du hast. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen was habe ich gelernt. Wenn man bedenkt, wie viel Panik du generell vermeiden hast. Ja, da redet ja keiner mehr von. Also Ibril, da redet keiner mehr von. Ich weiß doch, ich hatte noch nie, oder ich war noch nicht mal fähig, Schaden zu machen in der Zeit, wenn ich Heiler war. Ich habe nicht mal Schaden gemacht. Ich öffne es trotzdem. Ich brauche das. Ich brauche den Loot. Ich brauche den Loot. Ist ein Kader, den ich mitgenommen hatte. Ja. Ja, wir haben das gut durchgepowert. Aber nicht nur wir. Luna hat es ja auch versucht. Hybrid hat es versucht. Es hat ja irgendwann. Es hat ja geklappt. Jetzt muss ich nur noch den aktuellen Content heilen lernen und dann bin ich zufrieden. Huch. Ah doch. Ich dachte gerade, ich hätte nicht anvisiert. Und passen. Mal von links nach rechts durch den Chat rollen. Aaron, du rollst verdammt gerne, kann das sein? Juhu, ich habe nicht mein Sponti. Das ist herrlich. Ich hab mein Sponti. Bin mächtig. Ich bin mächtig, übermächtig! Nice. Kann ich mir ja bald mein Makro reinheften. Geh mir aus dem Weg. Das Runde muss rollen. Außerdem, ja, kullern und rollen macht Spaß. Ah. Okay. Schlüssel. Und öffnen. Bitte. Ist ein Stern aus wie... Schwarze Kugel, die mit Feuer um sich schmeißt und auf ihren Weg nur Tod und Leid verursacht. Sag mal, Albert, was? Einfach nur was? Huch. Okay, ich wollte angreifen und heile. Egal.
Aaron, das brauchst du hier nicht mehr fragen. Yay, Stufe 20. Wie mir scheint. Ich sag dir, ich bin übermächtig jetzt. Diese Heilerin ist nicht übergeschnappt, keine Angst. Diese Heilerin wird sofort neu gestartet. Ganz ruhig weiterrennen, Kitty. Wenn du magst. Nachdem Hybrid das einmal versucht hat, kriege ich auch das hin. War immer noch lustig. Obwohl ich panisch war. Aber es war lustig. Sehr lustig. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass ich es schaffe. Den kompletten Weg hier zu heilen. Aber lustig, was denn? Gleichgesinnten. Ich habe gerade kurzzeitig vergessen, was ich machen muss. So, mein Wind zaubert. Oh ja, ich hab Loot. Gib mir Loot. Loot for the win. Gib mir Truhe. Und das ist nichts mehr für mich. Set. Ein WS. Yay. Bin bei 5. Ist das nicht schön? Bin bei 5 WS. Ach, du Scheiße, die so... Oh Gott. Ich hab auch noch einmal kommen. Ja. Diese Haut sieht so gut aus. Wunderbar. Ob ich einfach mal Level 25 bin innerhalb eines Tages? Beziehungsweise sagen wir es so. Innerhalb einer Stunde Level 25? Ich rechne die Pause gerade nicht mit rein, die ich oben gewesen bin. Das stimmt halt mir nicht. Ob ich den Routinebonus liebe? Egal welchen von den vielen, die ich habe? Das Schlimmste ist... ja, das hat auch geknallt, aber der hier auch. Allein der hier hätte mir ja schon 2 mehr gebracht, als... Ohne. Dazu der Ohrring, Barfoot. Das Schlimmste ist, ich kann mit dem jetzt die Story weitermachen. Alles klar, mach das. Ich kann jetzt einfach die Story weitermachen. Na gut, ich muss... Oh, es gibt immer noch keinen. Egal. Dann mach ich einmal mit dir noch gehen, Guys. Gibt zwar dann keinen Heilerbonus, aber ist mir Wumpe. Hauptsache, ich habe meine Staatstaler.
öffne ich mein Lieblings-Energy oder öffne ich den anderen? Ich weiß es nicht. Okay, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Ich hasse dieses Ding, ne? Ich hasse diesen Gillengeheiß, hasse ich wie die Pest. Dichter. Ich hab schon wieder ein Level abgemacht. Das wird unheimlich. Huch. Ich hab jetzt noch mal ein bisschen Pen and Paper. Viel Spaß noch. Alles klar, Iron. Ja, ebenso. Der Giftquell ist nervig. Ganz gewaltig. Ich habe einen BS. Ich kann die Story machen. Ich beobachte euch aber alle aus dem Dunkeln heraus anstarr. Na, no. Mach das. No, es fehlt so ein bisschen. Okay, warte mal. Jetzt muss ich gucken, was der... was die Lieferung wäre. Wie viel mir das gibt. An Staatstalern. Bin so kurz vor meinen 4000. Alter. Oh, knappe Dinger. I hate it. Kann mir ja schlecht jetzt doch einen Beruf holen. 26, ey. Ich kann das überhaupt nicht. Selbst damit lande ich sonst wo. Ich werde mindestens 3 oder 4 Klassen auf 50 haben, bevor wir bei Heavenswood sind. So, was brauche ich? Tiefeinsatz. Nachschub. Himmelswurm und Kokurubohnen. Himmelswurm. Wo krieg ich einen fucking Himmelswurm her? Nach einem Wurmsuch. Ach, du auch! Ich will da auch gleich nachsuchen. Ich glaube, auf diesem Server gibt es aber keinen. Himmelswurm und Kokurubohnen. Himmelswurm und Kokurubohnen. Himmelswurm! Und Kokurubohnen.
Himmelswurm und Kokobohnen. Himmelswurm und Kokobohnen. Wäre beides für praktisch, weil dann kann ich die Beförderung machen und mir Wertmarken holen. Kokobohnen, 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 Kokobohnen. Himmelswurm, Kokobohnen. Himmelswurm, Kokobohnen. Himmelswurm. Aber auf dem Server gibt es halt doch nicht so viel. Das hatte ich vorhin schon mit dem Kampffisch. Den verkaufe ich jetzt nämlich. Wie ein Wurm. Na. Bohnen. Okay. Kukubohnen. Wie viel brauchte ich? Weiß es nicht. Egal. Kukubohnen. Okay, dann habe ich 10. Ich habe mich drauf geachtet. Dein Wurm. Okay. Danke. Ja. Dankeschön. Starstaller, ich komme! Ich habe gleich den nächsten Rang. Ich habe gleich den nächsten Rang. Ich hab gleich den nächsten Rang. Ich hab gleich den nächsten Rang. Nein, ich dreh nicht durch. Nein, alles gut. Mir geht's bestens. Ey, der wie viel Routine das einfach mal gibt. Wie viel hat mir das für den Fischer gebracht? 55! Ich habe... 4 Level... durchs Abgeben bekommen... What? Ja, okay. Im Moment bist du erste Novizin. Lass mich dir erklären, welche Bedingungen du erfüllen musst, um erleuchtete Dinge zu werden. Hier, bestätigen. Irgendwo schon. Du wirst noch offiziell befördert. Bevor darfst du dich erleuchtete Novizin nennen. Geil. Das muss ich fürs nächste machen. Befördert werden. Musst du zuerst Rang 1 im besten Jahr um deine staatliche Gesellschaft verändert haben. Ausgezeichnet, du hast diese Bedingung bereits erfüllt. Geil. Es wird mir eine Freude sein, die nötigen Formalitäten für deine Beförderung in die Wege zu leiten. Moment, bis du erleuchtete. Lass mich dir erklären, welche Bedingungen du erfüllen musst, um dritte Schlangenjüngerin zu werden. 5000. Ja, gut, das dauert noch ein bisschen. Aber ich habe jetzt das Bestiarium schon mal fertig. Aber egal, ich brauche trotzdem die Marken erstmal. Da muss ich zweite Schlangenjüngerin werden. Alter Falter. So, Militärbedarf. Wertmarken. 8. Passt. Aber jetzt habe ich auch das andere Bestiarium wieder frei, ne? Den nächsten Rang. Ah, ne. Erst wenn ich dritte Schlangenjüngere bin. Okay. Kriegen wir hin. Ein paar Dailies und dann passt das. Ach, da. Das ist Kitty. Ja. Ja, mehr Dailies habe ich leider noch nicht im Angebot. PvP geht leider nur, wenn ich den Weißmagier auf 30 bringe. Und Klassenquest mache. Oh. Stimmt, Klassenquest müsste ich ja eigentlich machen. Egal. Steht was drauf. Sieben.
87 Pünktchen. Na. Langsam geht's voran. 87 Pünktchen. Nichts. Aber egal. Passt schon. Es geht voran. Nein, da musste ich doch hin. Nein. Ja. Mit. Ich werde mich aber auch bei dir ins Bett legen. Bin wieder an der Erschöpfungsgrenze. Alles gut, Kitty. Alles gut. Aber danke, dass du mitgekommen bist. Dank dir kann ich jetzt früher als gedacht mit der Story weitermachen. Gerda ist 12, Fischer 55, aber mit dem Fischer darf ich nicht mehr so viel machen. Das ist das Problem. Mit dem Fischer darf ich nicht mehr so viel machen. 55 ist jetzt halt wirklich die... Dann. Oder mache ich erstmal Klassenquest? Müsste ich ja eigentlich, ne? Steinrad habe ich schon, ne? Ja. Aber ich glaube, erstmal kriege ich ja keine Dinger. Den Stun gibt es ja nicht mehr. Wir machen erstmal Story. Glaube ich. Durchfische brauche ich auch noch. Ich habe eigentlich nur hier Klassensachen, ne? Also wie gesagt, den Fischer, die Fischerquests machen wir am Mittwoch. Kann ich die Gärtner-Quest eigentlich direkt mitmachen? Klassenquests vom White Mage mache ich, wenn wir auf 30 sind. Dann machen wir erstmal Story. Ja, damit wir da ein bisschen vorankommen. Jo, aber... Ah, nee. Hier sind ja 17er und 18er Sachen. Das geht natürlich nicht, aber hier oben kann ich weitermachen. Da oben kann ich questen. Wir können endlich wieder Quests machen. Weil wir endlich wieder gleichstufig sind. So schön. Traum geht wahr, wird wahr.
Jo. Auf geht's. Ja. Das Emote ist so süß. Es geht, ja, voll cute. Was ist sie denn? Ah, Pignier. Ah, willkommen in Hohenbrook. Womit kann ich dienen? Bist du auf Urlaub hier, werte Abenteurerin? Dann könnte ich dir ein Zimmer in der Herberge meines Cousins. Was sagst du? Du bist auf der Suche nach einem maskierten Mann in einer schwarzen Robe? Ja, der hat neulich einen Rundflug über den Finsterwald gebucht. Obwohl ich ihm gleich gesagt habe, dass es da außer Baumwipfel nicht zu sehen gibt. Trotzdem kam dieser dreiste Kerl danach zu uns und faselte etwas von nicht eingehaltenen Leistungsversprechen und verminderten Urlaubsvergnügen. Dann habe ich natürlich einen hohen Bogen vor die Tür setzen lassen. Obwohl, der trug gar keine schwarze Robe. Der war eher dunkelviolett. Entschuldige. Sollte ich etwas über deinen Mann in Erfahrung bringen, erfährst du es sofort. Jetzt, willst du nicht doch vielleicht ein Zimmer in der Herberge? Nicht? Na gut. Muss das nochmal zwischen war nicht quadratisch. Ah, okay. Natürlich, dann kann ich einmal aus der Gruppe entfernen. Oh, und es gibt wieder Farbe. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Diese uneinsichtigen Amajar vertreiben uns mit ihrem Geschwafel von Herren des Inferno, ihren gruseligen Zähnefletschen die ganzen Pilgerreisenden. Dabei könnten wir so tolle Erlebnistouren anbieten, wenn sich diese Wilden etwas kooperativer zeigten. Zum Beispiel Kriegstänze für die Touristen in ihrem Feldlager aufführten. Doch aus der Traum von dem Fiengill. Meine Bilanzen schreibe ich schon seit Wochen nur in roter Tinte. Als ich damals hörte, der Orden nahe teils würde die Erforschung der hiesigen Ruinen finanziell unterstützen, hatte ich auf Pilgerströme ohne Unterlass gehofft. Der Schritt zum eoseischen Kulturerbe schien mir nur eine Frage der Zeit zu sein. Schon bald hätte sich die Schlange interessiert. Interessierter Schaulustiger von hier bis zum Kohlstoffbahnhof gezogen. Aber naja, wie sagt man so schön, auf dem falschen Schokobo gesetzt, was? Du aber siehst aus, als könntest du wirklich mal etwas Entspannung von den zahlreichen fatalen Ereignissen gebrauchen, die einem als Abenteurerin ja sicher im Sekundentakt widerfahren. Wie wäre es also mit unserem Aktivausflug, heilende Wurzeln aus dem heißen Sand, der sich besonders bei Gredanias Druiden größte Beliebtheit erfreut? Du sagst es bereits, dass du wegen dieses maskierten Mannes... Na gut, dann eben nicht. Aber ich kann dir in dieser Sache leider nicht weiterhelfen. Hau dich am besten mal bei den anderen Händlern um. Die bekommen am ehesten mit, wer in Hohenbrook so ein- und ausgeht. Jetzt ist Kitty glücklich. Ich habe wieder neue Sachen. Ja, das glaube ich. Hey, du da. Ja, du. Es geht um Leben und Tod. Die Zeit drängt. Du musst mir unbedingt 3 Flaschen Flauschblut besorgen. Das Blut kannst du von Flauschen erbeuten. Worauf wartest du noch, Abenteurerin? Das Schicksal Eosea steht auf dem Spiel. Alles klar. Nebenquests. Wir können wieder Nebenquests machen. Kein Mensch freut sich über Nebenquests. Und dann komme ich. Jetzt nur fit werden und dann wird alles genutzt. Ich hoffe, es wird den Leuten gefallen. Also mir gefällt es auf jeden Fall, Kitty. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich finde die mega cute. Hui, geht das tief runter. Bloß nicht runterschauen. Bloß nicht runterschauen, Claudine. Oder Claudine, wie auch immer. Du bist hier vollkommen sicher. Du bist hier... Huch, was schleichst du dich einfach so von hinten an? Vor einem Moment dachte ich, du wärst einer dieser garstigen, gefiederten Biester, die sich ständig auf mich stürzen. Mit meiner Erforschung der Ruinen jedenfalls komme ich überhaupt nicht voran. Du siehst aus, als wärst du an der Erhaltung des eoseischen Kulturerbes interessiert. Das ist vorbildlich, Abenteurerin. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Wenn du der Wissenschaft einen Dienst erweisen möchtest, dann stelle diese Vogelscheuchen auf den Holzstegen in Hohenbrook auf. Ich habe mit den tiefen Schluchten schon genug zu kämpfen. Da kann ich auf Angriffe von oben gut und gerne verzichten. Glaube ich gerne. Warte ab, bis du den Rest siehst. Habe ich schon mal ein Intro, leider ohne Clips, ein neues Countdown gebastelt. Sehr geil.
Okay, ja, ich war heute fleißig. Also ich bin echt gespannt. Bin echt gespannt, Kitty. Goschu! Da hier. Oh, ich kann sogar was davon gebrauchen. Ich lese gleich weiter. Wusstest du, dass die Ruinen hier aus der Zeit von Bellaria stammen? Sie sind unglaublich alt und ihre Forschung ist von unschätzbarem Wert für das Studium der eoseischen Geschichte. Das findet auch der Orden Naltals, der unsere Untersuchungen hier finanziert. Leider sind wir bislang noch nicht weit gekommen, da unsere Arbeit permanent von Schluchtbussarden gestört wird, die oberhalb der Klippen nisten. Einige meiner Kollegen haben schwere Verletzungen davon getragen. Der gute Claudine zum Beispiel traut sich schon gar nicht mehr aus dem Schutz dieses Lagers hinaus. So schwer haben die Vögel ihm zugesetzt. Du siehst aus, als wärst du des Bekämpfens von Monstern gewöhnt, Abenteurerin. Könntest du nicht ein paar der Bussarde für uns verjagen? Geeignete Nistplätze gibt es im östlichen Tarnerland schließlich genug. Die werden sicher auch woanders ein Zuhause finden. Ein verdächtiger Kerl in der schwarzen Kutte. Ja, darüber reden die Leute hier viel in letzter Zeit. Auch in anderen Orten Tanalans. Aber so richtig weiß keiner was über den fürchte ich. Dafür, dass er so auffällig gekleidet ist, schafft er es anscheinend ausgezeichnet, unauffällig zu bleiben. Ist schon ein echtes Kunststück, wenn du mich fragst. Durch den Shadow of the Bauch, ich bin ein Ding. Ja, oh, Hyrule. Aber Kitty geht jetzt Richtung Körbchen. Bleib aber hier im Lurk. Wünsche noch ganz viel Spaß, aber ich lieb. Alles gut, Kitty. Ich dich auch. Und schlaf schön. Aber Hyrule, nein, du bist kein Regenwurm. Aber die Vorstellung ist witzig. Die Vorstellung ist echt witzig. Okay, ernst bleiben. Ein Mann mit roter Maske suchst du? Klar, den kenne ich. Die Nichte der Schwägerin meiner Schwester, also eigentlich meine Nichte, hat neulich einen äußerst verdächtigen Mann gesehen, der die Kapuze seiner schwarzen Robe tief ins Gesicht gezogen hatte. Der soll nur versuchen, hier krumme Dinger zu drehen. Denke ich, das mit mir zu tun. Rolle schreiend durch den Chat. Ich bin ein Kugelschreiber. Okay, jetzt möchte ich gerne wissen, was das für eine Gattung Wolf ist. Bin neugierig. Luna, frag einfach nicht. Frag einfach nicht. Es ist besser so. Ein zwielichtigen Typ mit schwarzer Robe, roter Maske und einer übergroßen Kapuze suchst du? Klingt nach einer ziemlichen Attraktion. Wenn du den gefunden hast, musst du ihn mir unbedingt vorstellen. Vielleicht kann ich ihn als Maskottchen für meinen Laden anstellen. Wegen der andauernden Quirkenüberfälle herrscht in letzter Zeit nämlich Kundenflaute. Da käme mir so ein Publikumsmagnet gerade recht. Schön. Jetzt
Tütchen mit den bunten Gummibärchen in den Tisch. Ich stelle mir das tatsächlich bildlich vor, ne? Schreit, ich bin ein Kugelschreitfuchs. Ich hab drauf gewartet. Dann bin ich eine Kugelschreikatze, ja. Ich bin aber zu unförmig zum Rollen. Ich sag das, die Kugelbärchen. Ja, und schrei. Ich bin eine Kugelschrei-Eko. Ob wir alle einen Knall haben? Ja. Definitiv. Oh Gott, hab ich von einer Bühne. Naja, ein bisschen versuche ich noch. Muss meinen Vorsprung ausdehnen. Ja, ich will einen Vorsprung haben. Keine Ahnung vor was, aber ich will einen Vorsprung haben. Wo hat Luna die Tüte gefunden? Albert, ich glaube, Luna hat ihre ganz eigene Tüte. Luna ist die Tüte. Oh, Hilfe. Oh, bitte Hilfe. Oh, bitte Hilfe. Oh, bitte Hilfe. Okay, da sind noch Bussarde. Luna ist unser Kugelfisch und wir haben alle an ihr geleckt. Deswegen war der Kugelfisch so süß. Ich verstehe. Wo geleckt? Wo? Wir machen das nur, wenn du schläfst. Ja. Ja, natürlich. Ich glaube, das tötet einfach nur alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. What's the... Ich will nicht das für dich fragen, was stimmt nicht mit dir? Was fragst du noch? Was stimmt mit euch allen nicht? Wo schon wieder Flausch töten? Ich und mein Flausch. Dass ich selbst heilen kann. Soll ich dir ein Bild malen? Das Bild möchte ich sehen. Alter, da brauche ich ja ewig um den zu massakrieren hier. Denn dann müssen die Pfleger in die Psychiatrie. Ja, das Gute ist halt, dann müssen sie ja nicht weit laufen, weil sie sind ja schon da. Dann machen wir es dann andersherum. Aus den Pflegern machen wir dann die Patienten. Das wird witzig. Brauchen sie nicht mehr weit bis zu ihren Zimmern gehen. Puh.
Bin ich schon in der Psychiatrie? Dafür jetzt die Zentrale. Oh je. Okay, das ist ein interessanter Blick. Huch. Einfach mal aus. Siehst du aus, als hättest du kein Höschen? Ja. Einem neonpinken Fuchs, wenn du durch den Chat rennen. I'm free. Oh Gott, ey. Wie sieht's aus? Wo bleibt mein Flauschblut? Nur mach schon schnell. Ich könnte dich umarmen, meine Liebe. Du hast es tatsächlich geschafft. Mit der Menge komme ich locker aus. Also dann, ab ans Werk. Etwas zerreiben, ein wenig erhitzen und voilà. Fertig ist das Haarwuchsmittel. Jetzt aber nichts wie auf... Aber jetzt nichts wie auf meinen Kopf damit, Mädel. Allein kann ich es nicht gleichmäßig verteilen. Was denn? Jetzt hier dich doch nicht so. Ich dachte, ja, abenteure liebhaarige Angelegenheiten. Ja, 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 ich kann es spüren. Ich habe diesen Satz gerade gefühlt. Meine Kopfhaut brennt wie der feurige Wüsten an Tanalans. Das muss der Wachstumsprozess sein. Er hat bereits eingesetzt. Schon bald stehe ich wieder in der Blüte meines Lebens. Ich werde mir Baumschleckenpomade ins Haar schmieren, meinen verwegenen Blick aufsetzen, die Frauen mit meinem Hüftschwung dahinschmelzen lassen. Das ist der Stoff, aus dem Legenden gewebt sind. Haha. Yeah. Okay. So was von falsch. So was von falsch, wenn man nicht sieht, was du machst. Wieso denn? Was denn? Ich weiß gar nicht, was du hast. Oh, ich habe eine goldene Brille. Ah, sieh nur, was sich auf meinem Kopf getan hat. Nichts, rein gar nichts. Das Wunderwasser hat einfach nicht gewirkt. Und das, obwohl mir die Kopfhaut erbärmlich gebrannt hat. Das hilft, da hilft du eins. Ich muss stärkere Geschütze auffahren. Diesmal werde ich es mit Flockentonikum probieren, dem stärksten bekannten Haarwuchsmittel. Auf die Risiken und Nebenwirkungen pfeife ich. Dafür brauche ich Flockenblut von Goldfliesen, die an dem Feuerwall leben. Schnell, erlege... Ich glaube, das ist eine 43er-Quest. Lege ein paar von ihnen und bringe mir 5 Flaschen mit Flockenblut. Beeil dich, es geht um Leben und Tod. Und ich meine, es ist tatsächlich eine... 41er, okay. Egal, habe ich so zumindest schon mal drin. Verstehe, die anderen Händler wussten also auch nichts Brauchbares zu berichten, hm? Du musst es ihnen nachsehen. Wir haben hier momentan wirklich genug mit anderen Dingen zu tun. Die ständigen Überfälle der Quirkin haben sich nachhaltig auf die Geschäfte ausgewirkt. Und jetzt machen auch noch Gerüchte die Runde, die Rattenwesen würden die Bewohner dieser Region entführen. Da fällt ein Mann mit schwarzer Robe nicht weiter ins Gewicht. Das sollte ich ihn irgendwo sehen, erfährst du selbstredend als Erste. Und der besagte Ausflug, du... ja, ist ja schon gut. Level 27. Du kommst wie gerufen, Abenteurerin. Ich hätte da einen Hinweis für dich, der uns auf die Spur deines maskierten Freundes führen könnte. Und er ist bombensicher, ehrlich. Ich habe den Kerl nämlich mit eigenen Augen gesehen. Er hat auf einem Hügel in der Nähe von Tals Rast ein Signalfeuer entzündet. Ich vermute mal, um den wilden Stämmen irgendwelche Anweisungen zu geben. Worum es genau ging, konnte ich leider nicht entschlüsseln. Oh Gott. Ich hasse den Stuhl. Okay, das hat man nicht.
Dafür habe ich aber eine grandiose Idee. Warum nimmst du nicht einfach diesen Beutel Qualmkohle hier und entzündest damit das Feuer? Wenn du Glück hast, kannst du so den oder die Komplizen des Mannes hervorlocken und Hinweise zu ihrem Auftraggeber aus ihnen rausquetschen. Ist das ein Plan oder was? Tja, auf den guten Hibaru war noch immer Verlass. Ich sage dir was, wenn du diesen Fall gelöst hast, solltest du dir erstmal etwas Ruhe gönnen. Und wo ginge das besser als hier bei uns im schönen Hohenbrück? Jo. 195 Pünktchen. Sehr schön. Du bist zurück. Ein paar Bussarde habe ich schon wegflattern sehen. Vielen Dank. Das sollte uns das Leben hier erleichtern. Und Claudine hat endlich keine Ausreden mehr, sich vor der Arbeit zu drücken. Dafür bin ich dir am meisten schuldig. Du hast die Vogelscheuchen aufgestellt. Vielen Dank. Das sollte mir die lästigen Bussarde vom Hals halten. Jetzt brauche ich nur noch ein gutes Rezept gegen Höhenangst. Du kennst nicht zufällig eins, oder? Nope. Für deine Hilfe mit den Vogelscheuchen bin ich dir sehr dankbar, Amateurin. Wir konnten die Ruinen sogar schon ein bisschen erforschen. Doch die Gemäuer sind alt und brüchig. Wir brauchen mehr Arbeiter und Materialien, um selbst die nötigsten Reparaturen vorzunehmen und unsere Untersuchung fortsetzen zu können. Ich habe die Priesterin Kyokyotsu in diesem Bericht um mehr Mittel gebeten, traue mich aber nicht, ihr das Gesuch persönlich vorbeizubringen. Nicht, weil ich Angst vor ihr hätte. Nein, nein, sie ist eine gütige Frau. Aber um zu Tals Rast zu gelangen, müsste ich an diesen garstigen Bussarden vorbei. Puh. No, das ist so cute, ey. Ich würde sagen, wir kommen gut voran. Oh. Brauche ich nur noch so viele Staatstaler. Mal gucken.